Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu den neuen News dieser Woche. Vielen, vielen Dank für das unglaubliche Feedback letzte Woche. Es hat mir extrem Spaß gemacht und es kam anscheinend auch sehr, sehr gut an. Dankeschön, ich nehme jede Kritik an. Wenn ihr noch irgendwelche Änderungsideen habt oder sonst was, gerne kommentiert es, gerne schreibt mir. Aber auch wenn ihr Grafiker seid oder Cutter oder so und denkt, hier kann man noch irgendwie was Geiles dran machen oder so, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich bin offen für jede Hilfe. Bevor wir mit den neuen News anfangen, kommen wir nochmal auf letzte Woche zu sprechen, und zwar unsere Favorite Songs und vielleicht auch Least Favorite Songs der letzten Woche. Zuallererst kam das Raff-Album raus, was extrem gut ankam. Diese Abwechslung zwischen deepen Songs und Party-Songs hat euch anscheinend sehr, sehr gut gefallen. Ich habe euch gefragt auf Instagram, was euer Lieblingssong ist. Dabei kam raus, Gebete und Toxisch waren auf jeden Fall die beliebtesten Songs. Mein persönlicher Lieblingssong war tatsächlich Kalle. Den Song habe ich sehr, sehr oft noch gehört mit dem Spanier und mit dem Italiener zusammen. By the way, Freunde, heute Abend 23.30 Uhr auf Twitch gehen wir natürlich in die ganzen neuen Releases, die ich hier heute präsentiere, unter anderem. Ihr könnt auf Twitch gehen, Ausrufezeichen Liste in den Chat schreiben, dann seht ihr, was wir hören und was alles rauskommt im Laufe des Tages. Der, ich nenne es mal, unbeliebteste oder kontroverseste Song der letzten Woche ist für euch auf jeden Fall UFO 361 gewesen. UFO hat etwas Neues gemacht, und zwar auf einem Shiago-Rap-Up-Tempo-Beat, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich würde sagen, die Mehrheit hat es nicht so gefeiert, aber dadurch kommen wir direkt zum nächsten Thema. Dadurch sind sehr viele Remixe entstanden. Sehr viele Zuschauer, Zuhörer etc. haben aus dem UFO-Ding ein Trap-Remix gemacht. Ich muss ehrlich sagen, leider war keiner dabei, der mich so wirklich überzeugt hat. Ich kann verstehen, warum er so ein Up-Tempo-Ding daraus gemacht hat. Hatte einfach mehr, fand ich. Auch wenn es für eine Southstar-Produktion jetzt nicht so abnormal interessant war, trotzdem muss ich sagen, habe ich verstanden, wieso. Falls ihr da einen Remix gefunden habt, der geil ist, Bitte schickt mir den. Ich bin sehr gespannt darauf. Noch eine Sache, die letzte Woche meiner Meinung nach komplett falsch kritisiert wurde und irgendwie Leute irgendwie falsch verstanden haben. UFO, ja, ist ein wenig besonders, auf jeden Fall, macht aber absolut sein Ding und so weiter, wird dafür leider sehr gehatet von Leuten, die halt diese ganze Fashion-Sachen und so weiter nicht verstehen. Ich verstehe die auch nicht, ja, aber ich akzeptiere es halt einfach. Auf jeden Fall hat er in dem letzten Musikvideo ein Kleid getragen und da haben sich sehr viele Leute so bei Reactions und so weiter lustig gemacht. Und Kurt Cobain hatte selber dieses oder so ein ähnliches Kleid an. Außerdem habe ich gesehen, Post Malone hatte das auch schon mal als Hommage an Kurt Cobain an. So war das genau. Und ja, ich find's Quatsch, sich darüber lustig zu machen. So, Alter, chillt einfach mal. Entweder die Musik gefällt euch oder halt nicht. Okay, kommen wir zu den News national für diese Woche. Was passiert, was ist rausgekommen und was kommt noch raus? Zuallererst, worüber ich mich extrem freue, und zwar Asche bringt am Freitag seine erste Single fürs nächste Album raus, zusammen mit Kollega und einem unbekannten Feature. Was glaubt ihr, wer könnte das sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, es wird jemand sein, mit dem wir gar nicht rechnen werden. Kommen wir zu den nächsten News, und zwar 187. Wir gehen als allererstes auf Jizzes ein. Jizzes ist jetzt aus dem Gefängnis raus, allerdings auf Bewährung. Vorher war das offener Vollzug. Ich habe da leider zu wenig Ahnung von. Ich habe da einen Kollegen auf YouTube gefunden, der auch zu der Thematik Bones und Bushido coole Videos macht. Ich werde euch den Jungen mal verlinken. Schaut da gerne vorbei bei diesen ganzen Beef-Sachen und so weiter. Außerhalb der Musik bin ich nicht so am Start. Außerdem wird er schon wieder Daddy. Herzlichen Glückwunsch sagen wir dazu auf jeden Fall, aber ich denke mal, dass auch sehr zeitnah wieder Musik kommen wird. Außerdem ist bei Bones für die Loveline EP endlich das offizielle Datum raus, und zwar am 9.11. kommt das Ganze raus. Wird, wie gesagt, so eine Liebes-EP sein, aber ich kann mir gerade auch noch nicht vorstellen, was es ist. Wahrscheinlich so ein bisschen Spaß, so ein bisschen Ernst. Gucken wir mal, lassen wir uns drauf ein. Außerdem haben sich Bushido und Bones öffentlich wieder ein bisschen gestichelt und so weiter. Ist ja schon ein bisschen länger so, aber auch da verweise ich euch zu dem Kollegen, der dazu auf jeden Fall ein sehr cooles Video gemacht hat. Kommen wir zu einer absoluten Legende in der deutschen Musik, Alexander Markus. ein unglaublich unterhaltsamer Künstler, der hat ein neues Album rausgebracht. Schaut da mal rein, wenn ihr schlechte Laune habt und einfach, weiß ich nicht, Musik hören wollt, die... Keine Ahnung. Zweimal die Woche mache ich ein Newcomer-Format auf Twitch, und zwar sonntags 19 Uhr und dienstags 19 Uhr. Dort höre ich mir meistens so um die 10 Newcomer-Underground-Künstler ein, die ihr einsendet. Das heißt, wenn ihr selber welche seid oder für Freunde oder so, guckt gerne mal vorbei, genau um diese Uhrzeit, dann könnt ihr auch Sachen einsenden. In diesem Format werde ich immer einen Newcomer der Woche präsentieren, und ihr dürftet auf Instagram entscheiden, wer der drei Künstler, die ich am stärksten fand, der Gewinner der Woche ist. Dos Santos mit diesem Song. Bist du real? Schau dich mit mir kein Spiel. Ja.
Ja, und du weißt auch, ich will die Vibes auch. Ja, du bist nice, Nika, weiß sie ist mein Traum. Schau dir, es heißt so. Herzlichen Glückwunsch, es freut mich extrem, aber auch die anderen waren stark, von daher. Okay, so, kommen wir zu den internationalen Sachen, wo auch ein paar Sachen rausgekommen sind, die ich ins letzte Video nicht reingepackt habe. Und zwar zuallererst, das Drake-Album ist offiziell angekündigt zum 22.09. Ich freue mich extrem drauf. Es soll ja ein bisschen, habe ich gehört, so wieder der alte Drake sein. Der alte Drake ist ja für mich zumindest und glaube ich auch für viele andere so dieser Marvin's Room Drake, ne? Ich bin gespannt. Ich habe noch keinen Teaser, nichts gehört, gar nichts so. Ich lasse mich einfach komplett überraschen. Außerdem habe ich gesehen, DJ Khaled bringt ebenfalls ein neues Album raus. Ich muss sagen, die erste Single hat mich leider nicht so überzeugt, war ein bisschen, weiß ich nicht, war leider nicht meins. Promo war natürlich wieder absolut genial. Der Typ ist, ich weiß nicht, der Typ ist eine Marke. Und bei den letzten Alben, da waren immer schon krasse Hits dabei. Deswegen, ich lasse mich mal drauf ein und ich freue mich auch darüber. Kommen wir zu den nächsten national-internationalen Feature. Meadow bringt einen Song mit Voyage raus. Voyage habe ich vor, ich glaube, 3-4 Monaten für mich gefunden. Unter anderem mit dem Song Plash oder Mafia. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Bin ich mal gespannt. So, kommen wir zum letzten internationalen News-Ding. Und zwar der Künstler Morgenstern aus Russland hat eine neue Single rausgekloppt. Diese Single ist ein bisschen was anderes, als was er vorher gemacht hat. Er hat vorher eher so Trap-Sachen gemacht, Autotune etc. Sehr, sehr krasse Qualität. Also gerade die Musikvideos sind geistesgestört. Diesmal ist das Ganze so ein bisschen eher was Folklorisches. Ist das falsch gesagt? Eher irgendwie sowas Klassisches irgendwie. So, als würde Luciano auf einmal so ein Volkslied machen. Muss ich sagen, finde ich geil, finde ich cool, dass die so eine Kultur noch haben. In Deutschland wird das halt leider einfach absolut nicht funktionieren. Stellt euch bitte vor, Kontra K macht auf einmal ein Volkslied über die Berge und weiß ich nicht, funktioniert nicht. Sehr, sehr schade. Aber so ist das halt leider. Auf jeden Fall, da würde ich an eurer Stelle mal reinschauen. Morgenstern, sehr, sehr krasser Typ. Folgendes ist mir beim Schnitt noch in die Hände gekommen und zwar jetzt ein bisschen außerhalb von der Musik an sich oder so. Ich lese euch das Ganze mal vor und zwar Universal Music und dieser wollen einen neues Abrechnungsmodell etablieren. Streams professioneller Musiker sollen finanziell aufgewertet werden, ebenso die aktive Suche nach Songs. Ich finde, das ist eine ziemlich geile Sache, weil wir haben öfter darüber geredet, Spotify bezahlt zum Beispiel extrem schlecht, Tidal bezahlt sehr, sehr gut und jetzt wird es langsam einfach mal Zeit, dass die anderen Streaming-Portale nachziehen, weil dieses ganze System, ne, dass man bei diesen 2-Minuten-Songs einfach mehr verdient, weil es, ach, das ist einfach nur noch anstrengend. Sind wir mal ganz ehrlich. Die Künstler sollen einfach ihr Geld bekommen. Professionelle Künstler, also keine YouTuber. auf jeden Fall, ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde gut, dass sich da ein bisschen was entwickelt. Das wollte ich noch eben dahinter schneiden, weil ich fand, das war auch sehr, sehr wichtig. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, auch hier dieses neue Setting so hat euch gefallen. Und auch, dass ich so das Mikrofon, ja, ich finde es ganz cool, hat irgendwie was. Falls ihr noch mehr News habt, schreibt es mir unter die Kommentare. Schreibt es mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Alles, was kein Beef außerhalb der Musik irgendwie beinhaltet, bin ich absolut am Start für euch. Und auch gerne, gerne aus anderen Genres, Rock, House, EDM etc. Ich bin absolut offen und ich habe Bock auf News. Ich freue mich auf euch heute Abend, 23.30 Uhr auf Twitch. Bis später.